Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Sagen, dass es ein Erfolg ist, wenn ein Einsatz so stark sein muss, um einen Widerstand zu brechen. Man kann aber auch sagen, das ist ein ziemlich trauriges Land, in dem ein solcher Einsatz gegen die Mehrheit der Bürger in einer Region durchgeführt wird. Ganz anders als vor 10 oder 20 Jahren so, dass viele Menschen, die hier leben, dass die keine Bedenken mehr haben, Verbote zu missachten oder Gesetze zu übertreten. Im Gegenteil, immer mehr Menschen heißen das gut, wenn Jugendliche zum Beispiel Schienen auf dieser stillgelegten Strecke demontieren. Immer mehr Menschen heißen das gut, wenn jetzt zum Beispiel die Straßen unterhöhlt werden. Im Rücken der Polizei ist alles geräumt. 20 Jahre gibt es nun regelmäßig Demonstrationen, Blockaden, was weiß ich, Prozesse, alles, 25 Jahre lang. Ein Jahr lang gibt es jetzt diese Regierung und ich bin die Letzte, die sagt, die haben das gut gemacht. Ich will aber, dass sie es gut machen, weil es gibt keine Alternative dazu. Wir werden nicht, wenn diese Regierung jetzt aufhört, also weggeht, abtritt oder einzelne davon, dann werden wir nicht eine bessere Lage haben. Für mich heißt es eigentlich im Moment dafür zu sorgen, dass die Regierung endlich das macht, wofür sie gewählt worden ist. Das große Ziel, den Ausstieg tatsächlich durchzusetzen oder die Entsorgungsanlagen in Gorleben zu beenden und ein neues Entsorgungskonzept zu machen, das haben wir ja noch nicht erreicht. Dann bräuchten wir nicht hier zu sein. Es gibt einfach keinen Grund zum Aufhören. Also es hätte dann in diesen 25 Jahren schon unheimlich oft einen Grund gegeben, aufzugeben. Also ob man nun in der BI arbeitet oder sich als Bauer da bei der Notgemeinschaft organisiert oder so wie ich, jetzt dann für die Region in einem Parlament sitzt. Also aufgeben bringt einen nicht weiter.